Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin, wo es heute nochmals um die Hyperthermie geht, also um ärztliches verordnetes Fieber versus natürliches Fieber. Das Thema scheint mir unglaublich bedeutsam zu sein, deshalb habe ich heute den Dr. Johannes Engesser nochmals eingeladen. Ganz herzlich willkommen, lieber Johannes. Schön hier zu sein. Vielen Dank, lieber Alexander. Wir haben über Viren gesprochen in der letzten Sendung, wo wir Hyperthermie mit einbezogen haben, aber auch wie in der Schulmedizin selbst Hyperthermie für Krebsbehandlung mit einbezogen wird. Ja. So, was da genau passiert, ist das eine, was ich heute noch erfahren möchte, aber du hast in einer Klammer auch über rheumatischen Beschwerden geredet, bis hin zu Fettstoffwechsel zu fördern über diese Hyperthermiebäder. Jetzt kannst du uns nochmals erklären, was eigentlich eine Hyperthermie genau ist. Hyperthermie ist im Prinzip eine Überwärmung. Die Wärme spielt eine sehr, sehr große Rolle bei all unseren Funktionen. Das fängt ja an über die geistige Wärme, seelische Wärme, wie wir kennen, wenn wir uns seelisch warm fühlen, wenn ich hier warmherzig aufgenommen werde, dann fühle ich mich hier wohl, fühle ich mich hier frei, fühle ich mich hier locker, dann können Gedanken fließen. Die Stoffwechselfunktionen sind häufig einfach Wärmefunktionen und damit arbeiten wir in der Hyperthermie, auch therapeutisch. Wir in unserer Praxis arbeiten mit der Ganzkörperhyperthermie, das heißt, dass der gesamte Organismus aufgewärmt wird bis in fieberhafte Temperaturen. Das heißt 39 rauf bis 41 Grad, ja, oder? Ja, genau. Also das, bei Krebspatienten geht die höher? Wir machen es vor allem abhängig natürlich auch von der Verträglichkeit. Mhm. Jeder Patient reagiert anders, nicht jeder Patient verträgt gleich am Anfang die volle Wärme. Es ist ein bisschen auch ein Trainingseffekt. Manche Menschen fangen relativ mäßig an, kommen noch nicht mal ganz auf 39, dann sagen wir fürs erste Mal schon mal gut. Und dann versuchen wir, das immer mehr auszudehnen, indem wir den Patienten ermutigen. Ja, brutal auf die Pumpe, oder? Ja, und dennoch ist es so, dass, also wenn jemand nicht gerade herzinsuffizient ist, das wäre zum Beispiel so eine Kontraindikation, wenn jemand wirklich tatsächlich nicht herzmäßig die Leistung nicht mehr aufbringt, das zu kompensieren, dann geht es doch meistens. Es gibt selbst bei den Menschen, die Durchblutungsstörungen haben, ist es meistens kein Problem, weil sich die Gefäße ja erweitern. Mhm. Die verengen sich nicht, sondern sie erweitern sich. Mhm. Und deswegen kann man es teilweise gut machen. Wir kontrollieren sehr streng, wir schauen. Also mit EEG oder mit EKG? Nein, oder? Mit dauerhaft Blutdruckmessungen und Pulsmessungen und Sauerstoffsättigungsmessungen und Fiebermessungen. Also während der ganzen Zeit wird alles gemessen? Ja. Also ich meine, dass der Stoffwechsel da in Fahrt kommt und demzufolge wahrscheinlich abnehmen relativ genau, das einfach ist. Ein erster Effekt. Das verstehe ich ja. Aber was ich nicht ganz verstehe, ist zum Beispiel, wie kann eine Krebszelle kaputt gehen oder wie kann zum Beispiel rheumatische Probleme sich plötzlich auflösen in diesen Bädern? Was passiert da genau? Eine Krebszelle hat immer die Neigung, sich zu verstecken im Organismus. Die Krebs, also wir produzieren alle fortwährend Krebszellen. Bei jeder Sonneneinstrahlung entstehen eigentlich Krebszellen, die sich aber vor dem Organismus nicht verstecken. Mhm. Und ein gesundes Immunsystem schafft diese Krebszellen auch immer wieder aus dem Organismus heraus. Er überwindet sie, tötet sie ab und schafft sie aus dem Organismus heraus. Mhm. Etablierte Krebszellen haben einen Mechanismus, mit dem sie sich verstecken vor dem Immunsystem, also vom Immunsystem nicht mehr erkannt werden. Und das ist natürlich sehr schlau von der Natur des Krebses. Und da lässt er sich einiges einfallen, was in der Wärme so nicht aufrecht erhalten kann. Also in der Überwärmung, also im Fieberzustand, findet teilweise eine Demaskierung des Krebses statt. Und das machen wir uns zunutze. Und dann wird der Krebs wieder erkenntlich fürs Immunsystem, fürs eigene Abwehrsystem und kann dann auch besser überwunden werden. Was
auch wir uns zunutze machen, ist, dass manche Therapien einfach sehr viel effektiver anschlagen im Fieberzustand. Das heißt, wenn wir effektive Misteltherapie machen, dann schlägt die teilweise im Fieberzustand noch besser an. Mhm. Ja, und wirkt dann auch spezifisch auf den, auf eine Krebszelle abtötend. Ja, das ist das Ziel, das ist das Ziel dieser Hyperthermie. Und jetzt bei Rheuma? Und bei Rheuma, Rheuma versteckt sich ja jetzt nicht und wird für den Körper sichtbar. Ist es einfach, dass der Körper dann durch das Fieber mehr, mehr Polizisten dorthin springt, um den Heilungsprozess zu beschleunigen? Rheuma ist ja eine frustrane Entzündung. Was heißt frustrane? Eine Entzündung ist immer da, wo das Immunsystem aufgefordert ist, irgendetwas aufzuräumen. Mhm. Ja. Da entsteht Entzündung. Entzündung, das beinhaltet ja schon das Wort, hat etwas mit Wärme zu tun, mit wärmehaften Stoffwechselprozessen. Ist ja schon warm dort, ja richtig. Es sind Elektronenmangel, habe ich gelernt dort. Genau. Also wir haben Entzündung ganz normal. Bei jedem Heilungsprozess haben wir Entzündung. Wir, wenn wir eine Wunde haben, dann wird es um diese Wunde herum rot, schwillt so ein bisschen an. Ja. Wird vermehrt durchblutet und ist auch überwärmt meistens. Ne? Also das ist für einen gewissen Zeitraum, hat es dann seine Funktion, bis sozusagen das aufgeräumt ist. Bei so einer äußeren Wunde kann man es gut beobachten. Das Gleiche passiert im Organismus selbst. Wenn wir etwas zu überwinden haben, dann müssen wir es irgendwie mit ähnlichen Stoffwechselprozessen reparieren, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt in so einem Bett drin liege und das mit Infrarotheizkörpern jetzt geheizt wird, sagen wir auf 40 Grad unter ärztlicher Anleitung, um zum Beispiel rheumatische Beschwerden wegzukriegen, dann ist ja eigentlich der ganze Körper dieser Hitze ausgesetzt. Ja. Und inwiefern kann jetzt diese zusätzliche Hitze mein Rheuma abklingen lassen? Eben, Rheuma ist ja eben selbst auch eine Entzündung. Und diese Entzündung, ich habe vorhin gesagt, frustran, weil sie nicht durchkommt. Da ist etwas, was versucht wird aufzuräumen, aber was nicht aufgeräumt wird. Ach, ja, Meistens sind es eben vergiftete Zellen, die irgendwie, zum Beispiel so dieses typische Thema, was wir hier auch schon hatten, Schwermetallbelastungen, wenn eine Zelle Fremdstoffe aufgenommen hat, dann wird sie vom Immunsystem angegriffen. Auch wenn es eine körpereigene Zelle ist. Mhm. Wenn da zu viel drin ist, dann findet dieser Angriff auf die körpereigene Zelle statt und oftmals eben frustran, weil es eben doch nicht ganz abgeräumt wird, weil der Organismus sozusagen immer in diesem Hadern steht. Ich sage es jetzt mal ein bisschen bildlich gesprochen. Soll ich jetzt da wirklich zuschlagen oder nicht? Weil der Feind ja sozusagen aus den eigenen Reihen kommt. Ja. Und, aber diese Hyperthermie ist Hyperthermie, ja. Genau. In der Hyperthermie erzeugen wir eine Überwärmung. Das heißt, dieser Wärmeprozess, der in dieser Entzündung stattfindet, den schicken wir sozusagen, wir liefern mehr Wärme, als wirklich gebraucht wird. Ja. Und dann kommt das Immunsystem sozusagen wie in eine Antwort und beruhigt sich. Ja. Der Wärmeprozess, der ist von außen, der findet erstmal statt im Übermaß und dann beruhigt er sich. Also wenn ich permanent Hunger habe, ja, dann will ich alles, was ich kriegen kann, will ich dann essen. Ja. Wenn du mir dann ein Buffet präsentierst und sagst, jetzt darfst du, dann esse ich mich zwar einmal satt, aber dann habe ich nicht mehr das Bewusstsein von ständig permanent Hunger haben zu müssen. Also so vielleicht als Vergleich. Also mit anderen Worten, es ist ein bisschen so eine Art homöopathischer Effekt, Gleiches durch Gleiches zu heilen. Ne? Also ich überwärme einen Wärmeprozess, einen im Wärmeprozess befindlichen Organismus. Und Rheuma ist ja eine systemische Erkrankung. Rheuma ist ja nicht nur in einem Gelenk. Wenn ich einen Rheuma-Patienten habe und der sagt, mir tut es hier in diesem Gelenk weh, dann behandle ich das Gelenk und dann kommt in zwei Wochen und sagt, jetzt tut es auf der anderen Seite weh. Ja, es ist ein wandernder Prozess, der letztlich den ganzen Organismus betrifft.
Also das heißt mit anderen Worten, Rheuma lokal zu behandeln ist meistens nicht sehr nachhaltig. Aber das machen doch gerade viele, oder? Ja, natürlich. Es gibt diese ganzen Rheumasalben und es gibt natürlich dann Cortisonspritzen und alles Mögliche, wo man genau diese Prozesse eher unterdrückt. Aber die Erfahrung zeigt, dass es dadurch nicht besser wird. Ich musste mit den Dosierungen eher hochfahren und die Krankheit schreitet fort. Und teilweise geht sie dann eben auch an Stellen, wo man sie wirklich nicht haben will. Also wenn ich rheumatische Prozesse wirklich an die inneren Organe hinlenke, mehr oder weniger, weil sie sonst keine Möglichkeit haben, sich auszuleben, dann habe ich ein Problem. Und ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einem Gebirgsbächlein. Das Wasser will zum Meer. Und ich kann es aufhalten. Ich kann einen kleinen Staudamm bauen und so weiter und bildet sich halt eine Pfütze. Ja, und dann reißt ihr entweder den Staudamm ein oder ich bin stark genug oder technisch versiert genug, dass ich den richtig stark baue. Aber es wird eine immer größere potenzielle Gefahr. Ja, das Wasser, das Rinnsal, was am Anfang nur ganz wenig ist, wird immer größer als Gefahr. Und so vergleiche ich das auch mit solchen Prozessen. Wenn ich den Rheuma-Prozess einfach nur stoppe, unterdrücke, dann wird damit das Gesamtproblem nicht weniger. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass rheumatische Beschwerden auch sehr oft aus einer Fehlernährung kommen. Ist das richtig? Ja, natürlich. Mhm. Es gibt das wäre jetzt so der Hint, was alles dazu beiträgt. Ne? Also ich habe gerade von Metallbelastung gesprochen, weil die vielem zugrunde liegen. Und viele, viele Metalle nehmen wir natürlich auch über die Nahrung auf, aber natürlich auch insgesamt. Wir ernähren uns teilweise sehr entzündungsfördernd. Da gibt es natürlich die Zucker, die ganzen Kohlenhydrate, die entzündungsfördernd sind. Also ich bin jetzt auf die Ernährung gekommen, weil ja das wahrscheinlich eben die ursachenbezogene rheumatische Behandlungsform wahrscheinlich wäre. Genau. Aber jetzt kommt ein Schmerzpatient mit Rheuma zu dir und macht eine Hyperthermie. Was kann er eigentlich erwarten nach ein, zwei solchen Schwitzkuren an Schmerzreduktionen? Also häufig ist es so, dass er schon nach den ersten ein, zwei Malen tatsächlich spürbar Erleichterung empfindet. Wow. Ja, das ist sehr häufig. Wir machen bei schwereren Verläufen oder chronischen Erkrankungen, machen wir meistens erstmal auch wirklich Kuren von 10 Mal im Wochenabstand. Da ist der Patient dann wirklich einen halben Tag beschäftigt bei uns. Der fährt dann erstmal seine Temperatur hoch, was am Anfang sehr angenehm ist, weil es einfach schön warm ist. Es brennt ja nicht, ne? Sondern es staut nur. Mhm. Ja, und irgendwann mal wird die Temperatur natürlich höher und höher und irgendwann kommt dann auch an den Punkt, wo man wirklich so kämpft, ja, wo es auch anstrengend ist. Aber wir sehen das eher sportlich. Wir begleiten den Patienten und wir fragen, ja, können Sie noch, geht's noch? Wenn ja, dann halten Sie durch, ist gut. Wir ermutigen, aber wir sperren niemanden ein. Also es ist keine, jeder kann jederzeit auch unterbrechen und raus. Aber ich staune nur, ich meine, nach ein, zwei Mal, ja. Das muss sich doch eigentlich herumsprechen, dass hier eine segenreiche Behandlungsform gibt, die sehr schnell schmerzlindernd ist. Ja, von denen, die es erfahren haben, tut es das auch. Also es ist tatsächlich, von denen, die es tun, kommen dann auch immer wieder neue Patienten. Mhm. Aber wenn wir beim Rheuma bleiben, es gibt doch auch so die Rheuma-Spezialisten, Rheumatologen oder weiß Gott, was sie die heißen, arbeiten die auch schon mit solchen Instrumenten? Zu wenig. Also ich kenne in meinem ganzen Umkreis eigentlich zu wenig und zu weit entfernt. Es gibt aber Rheumatologen, die sehr aufgeschlossen sind, die auch Patienten, die sie als ausbehandelt empfinden, zu uns schicken. Und das ist ganz schön, also so eine Zusammenarbeit, die schätze ich natürlich sehr. Es ist tatsächlich zu wenig etabliert. Es müsste eigentlich in jeder Stadt so jemanden geben, der das tut. Ja, ich weiß jetzt von 4 wesentlichen Säulen von dir, wo ich jetzt immer mehr auch den sich abschließenden Kreis verstehe. Also einerseits ist Ernährung ein wichtiges Thema. Du erlernst den Leuten eigentlich, wie die richtige Ernährung aussehen sollte, dass sie sich selber gesund essen können. Ja. Omega-3, dass sie ganz deutlich nicht Öl ins Feuer gießen, sondern das Feuer löschen. Ja, das nicht Feuer ausgleichen. Dann hast du...
die Chelateingiftung gebracht. Ja. Also wirklich diese Giftstoffe, Fremdstoffe, die sehr häufig die Ursachen sind vom Problem, die müssen aus dem Körper raus. Ja. Und unterstützt wird das über die Hypothermie, ja, mit der Hitze. Ja. Hypothermie ist wahrscheinlich der stärkste Impuls zur Selbstregulation, die wir haben. Das kann ich schon so sagen. Ja, das ist genau aufwendig, aber absolut ein starkes Instrument. Also ich kenne ja auch Leute, die abnehmen wollen und es geht einfach nicht vorwärts. Dann wäre wahrscheinlich so eine Hypothermie doch auch ein Booster, oder? Ja. Ja. Also weil da verbrenne ich ja Kalorien ohne Ende in dieser Phase, wenn ich so hoch Fieber kriege. Ja, also es ist natürlich, genau, es bringt einfach Prozesse in Gang. Mhm. Und das gerade für Menschen, die entweder ganz am Anfang einer Therapie, eines Trainings stehen, ist es sehr hilfreich, weil es führt zu einer Durchblutung, wie sie so eigentlich kaum je stattfindet. Also wenn ich in Bewegung gehe, dann zentralisiere ich meinen Kreislauf und da wird sozusagen im Inneren meines Organismus wird sehr viel gearbeitet, aber erstmal auf Kosten der Peripherie. Wenn ich lang genug mich bewege, also so Marathon machen sowas, dann wird die Peripherie dann auch durchblutet. Aber so weit gehen Menschen, die am Anfang des Trainings stehen, häufig noch nicht. Und häufig ist es ja auch so, dass es eben im Training erstmal sehr viel zu überwinden gibt, bevor ich überhaupt richtig in einen Trainingsmodus reinkomme. Und das kann die Hypothermie sehr gut unterstützen. Mhm. Dann kommen die Sachen, alles was mit Muskelkater und mit sozusagen Nachtrainingszustand zu tun hat, das kann auch eine Rolle spielen. Und dann kommen die, da haben wir dann viele so auch richtige Sportler, die dann richtig drinstehen im Sport, bis hin zu Profis, die sich dann auch teilweise überanstrengen und die damit die Überanstrengung wieder kompensieren, weil sie sagen, okay, jetzt habe ich Zwangstrainingspause, weil ich sozusagen überanstrengt habe, will aber trotzdem tatsächlich erstens mal das schnell überwinden und zweitens zumindest den Metabolismus, also den Stoffwechsel aufrechterhalten. Mhm. Und das ist eine ganz gute Sache auch dabei. Aber jetzt habe ich auch mal gelernt, dass wenn man wirklich den Stoffwechsel ankurbelt über sogenannte Hypothermie, dass sich dann auch sehr schnell Giftstoffe aus dem Körper lösen können. Ja. Also natürlich. Und unkontrolliert irgendwo hin. Also wäre eigentlich gleich diese Entgiftung gleichzeitig wahrscheinlich noch eine sinnvolle Sache. Ist das korrekt? Ja, also es ist allein schon durch die Anregung des Stoffwechsels ist das so. Und zum Zweiten natürlich auch dadurch, dass ich eben das Immunsystem in einen anderen Modus versetze. Mhm. Also es werden Botenstoffe freigesetzt, die im normalen ruhigen Alltagsleben nicht freigesetzt werden. Mhm. Interleukine, Tumornekrosefaktoren, Killerzellen, Interferone, alle möglichen Stoffe, die ich durch einen fieberhaften Zustand wirklich in Umlauf bringe und die mithelfen, dass erstens Zellen, die erkrankt sind, eliminiert werden, auch im Sinne bis hin zu Tumor, und zweitens eben auch Mikroben überwunden werden, die sonst teilweise ja einfach in unserem Organismus mitleben. Eine Frage, viele Leute haben ja auch heutzutage schon eine Infrarotsauna zu Hause. Ja. Und wenn man jetzt die zum Beispiel auf 50, 60 Grad einstellt und eine Stunde drin bleibt und richtig durchschwitzt, ist das nicht auch schon eine Art Hypothermie? Ja, das geht in die Richtung und das ist für den Alltag auch empfehlenswert, durchaus gut. Nur die sind ja nicht, also diese für den Alltagsgebrauch käuflichen Infrarotkabinen sind ja nicht wassergefiltert. Das heißt, ich habe also im Verhältnis zu dem Effekt auf meine Körperkerntemperatur habe ich einen zu hohen Brenneffekt auf der Haut. Also ich kann nicht so leicht wirklich auch auf echt nennenswert Fieber erzeugen. Fieberhaft hohe Körperkerntemperaturen kommen. Also das geht über den Brenneffekt von der Haut nicht.
Und dann eine andere Möglichkeit wäre im Wasser, Überwärmungsbäder, das gibt es auch, aber die gehen natürlich im verhältnismäßig sehr stark auf den Kreislauf. Also das ist... Gibt es eigentlich in der Gesundheitsprävention, also wenn ich das ja so höre von dir, muss ich sagen, ist das wahrscheinlich die Königsklasse für eine Gesundheitsprävention, wenn man einmal im Jahr wirklich so eine Hyperthermie durchmacht? Ich empfinde das so, ja. Ja, tatsächlich. Wenn ich jetzt, ich habe mit dir auch schon über Chelattherapien, über die Entgiftung des Körpers gesprochen. Ich hatte auch schon mal Amalgam drin, habe auch entgiftet, aber nie auf Chelatbasis. Das heißt, man könnte jetzt auch einen Termin machen, macht dann eine Urinprobe, was man genau entgiften will, weil man hat ja irgendwelche Giftstoffe drin, wahrscheinlich irgendwelche Aluminium, Plastik und weiß Gott was alles. Ist das richtig? Man macht eine Urinprobe. Ja, es ist eine aufwendige Urinprobe. Wir provozieren den Urin. Also das heißt, wir binden die Metalle mit Hilfe einer Gelatinfusion und dann erst eigentlich zeigen sich die Belastungen. Weil die sitzen ja fest, die kommen nicht automatisch. Also auch wenn ich... Kombiniert man das mit der Hyperthermie gleich? Manchmal machen wir das, ja. Also ein Termin könnte gleich eine eine Analyse geben über meine Belastung und auf der anderen Seite habe ich meinen Körper präventiv mal richtig gefordert? Nein, das würde ich nicht machen, weil das ist nicht gut vergleichbar. Für die Diagnostik würde ich es tatsächlich trennen. Da würde ich sagen, Diagnostik würde ich nur... Also zuerst erster Termin Diagnostik, der zweite Hyperthermie und allenfalls gleich die erste richtige Entgiftung. Ja, genau, sowas kann sinnvoll sein. Ja. Je nachdem, es ist natürlich trotzdem, beides ist anstrengend. Hypothermie ist anstrengend und das andere ist anstrengend. Aber ich bin gesund, aber warum sollte ich das nicht tun? Genau. Das macht ja total Sinn alles. Wenn du gesund bist, ja. Ich empfehle trotzdem immer, also das erste Mal Hypothermie für sich stehen zu lassen. Einfach, um sozusagen seinen eigenen Körper und Organismus auch kennenzulernen. Wie reagiere ich in der Hypothermie? Ist übrigens auch eine geniale Sache, um seelische Dinge, die da schlummern, rauszubringen. Durch das Schwitzen. Ja, absolut. Also da kommen Dinge zum Vorschein, da werden Dinge auch erzählt, wo Patienten hinterher sagen, das habe ich vorher nie jemandem erzählt. Spannend. Ganz spannend, ja, weil es praktisch wie alles plötzlich in Bewegung kommt. Alles wird plötzlich auch an die Oberfläche gebracht, was nicht stimmt. Ein Patient, die dann zum ersten Mal fühlen, da ist eine Zahnwurzel, da ist irgendwas. Stimmt nicht wirklich. Und dann schicken wir zum Zahnarzt und dann sagt er, ja, stimmt, da müssen wir irgendwas machen, da ist ein Granulom oder so. Ja? Johannes, ich werde das Thema heute Abend mit meiner Frau besprechen, ob wir das nicht beide auch mal machen sollten, uns einfach von diesen ganzen Giftstoffen mal befreien und andererseits wirklich mal den Organismus auf Vordermann zu trimmen, weil ich verstehe das voll, was du da erzählst und es ist es mir auch wert. Also wir werden uns mal in deiner Praxis treffen. Gerne. Komme ich sehr gerne. Danke herzlich für diese Erläuterungen zum künstlichen Fieber, zum ärztlich verordneten Fieber und was das alles für gute Sachen machen kann. Bei Krebs, bei Virenerkrankungen, Grippeerkrankungen, schnell gesund zu werden, hast du auch mal erklärt. Ja. Bis hin jetzt zu rheumatischen Beschwerden, großartig. Ganz kurz vielleicht noch anmerken, Fieber, was ich selber produziere, ist auch heilsam. Also bitte, liebe Zuschauer, nicht bei jeder Gelegenheit immer nur das Fieber senken, sondern lassen Sie Fieber zu und forschen Sie lieber nach der Grundursache des Fiebers. Es gibt wenige sogenannte maligne Hyperthermien, wo das Fieber selber Krankheit ist. Das ist sehr selten, gibt es, aber gibt es selten. Also im Zweifel konsultieren Sie erstmal einen Arzt, der mit dem Fieber umgehen kann und lassen Sie das Fieber wirken. Das hat seinen Wert. Es gibt heute so viele Brausetabletten, wo man nachher wirklich eine halbe Stunde später kein Fieber mehr hat. Oder? Ja, das ist verrückt. Ja. Und es ist natürlich so einfach und so schnell. Und natürlich geht es einem erstmal gleich viel besser. Aber langfristig ist das teuer erkauft. Danke ganz herzlich. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gehört. Ich bin der Meinung, dass solche Hyperthermien viel, viel mehr sich so verbreiten sollten, dass wir das mal ins Bewusstsein einführen können für Leute, die wirklich schmerzgeplagt sind von rheumatischen Beschwerden insbesondere oder eben auch bei Krebs oder bei, du hast noch MS, glaube ich, auch gesagt mal, oder? Ja. Alte Autoimmunerkrankheiten. Ja, MS-Leute verschlimmern die Symptome unter Wärme sehr oft. Und das ist interessant. Wenn man aber wirklich ins Fieber geht, dann geht es ihnen hinterher besser.
Also die sind in der Hyperthermie wie gelähmt manchmal und hinterher geht es ihnen besser. Das ist wirklich ein Phänomen. Und die Schübe kommen nicht mehr so. Das ist verrückt, die Sendezeit ist längst vorbei, aber es ist so spannend. Ich muss aufhören. Alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.